dass die gesetzliche Rente die Existenz nach dem Arbeitsleben sichern soll, ist in der Praxis immer seltener leider der Fall. Traurig. Überfüllte Tafeln und finanzielles Überleben auf Hartz-IV-Niveau sind schon heute die bittere, bittere Realität für Millionen Rentner in diesem Lande. Doch wie viel müsste man eigentlich im Laufe seines Arbeitslebens verdienen, um etwa eine gesetzliche Rente von 2000 Euro brutto zu bekommen? Haben Sie sich diese Frage mal gestellt? Die Antwort ist frustrierend und höchst alarmierend zugleich. Denn wer im Alter 2000 Euro Rente beziehen möchte, muss bereits zum Start ins Berufsleben, Achtung, mindestens mal 4500 Euro brutto verdienen. Und eben jenes Einkommen müsste dann auch rund 45 Jahre lang gehalten werden. Tja, zum kurzen Verständnis. An dieser Stelle sei vielleicht noch gesagt, dass beim Einzahlen in die Rentenkasse sogenannte Entgeltpunkte gesammelt werden. Und je mehr Punkte man sammelt, ja, desto höher fällt am Ende des Tages dann hoffentlich auch die Rente aus. Um 2000 Euro Rente zu beziehen, müssen ungefähr ca. 60 Entgeltpunkte erzielt werden. Soweit die Theorie. Doch um einen solchen Wert tatsächlich dann auch in der Praxis zu erreichen, müsste man gut 30% mehr verdienen als der Durchschnittsbürger und das wohlgemerkt über ein gesamtes Leben hinweg. Wenn man jetzt mal bedenkt, dass Friseure in diesem Lande nicht einmal 1800 Euro brutto verdienen im Schnitt und das nach 49 Jahren durchgehender Arbeit, dann mal gerade 27,2 Entgeltpunkte sind, was eine geschätzte Rente von nicht mal 1000 Euro ist, dann kann sich jeder ausmalen, wo die Reise in diesem Lande hingehen dürfte. Übrigens, viele Arbeitnehmer werden später von der Altersarmut ganz hart erwischt und betroffen sein, weil die gesetzliche Rente als alleiniges Einkommensmodell bei vielen Haushalten gerade mal für die monatliche Miete hoffentlich dann auch ausreichen dürfte. Laut einer Statistik der deutschen Rentenversicherung lag die durchschnittliche Höhe der im Jahr 2021 neu zugegangenen Altersrenten in den alten Bundesländern bei rund 1218 Euro monatlich bei Männern und bei 809 Euro monatlich bei Frauen. In den neuen Bundesländern betrugen die Zahlenbeträge dann sogar nur 1143 Euro für Männer und 1072 Euro für Frauen. Also auch nicht prickelnd. Und wir reden hier wohlgemerkt die ganze Zeit nur von Bruttobeträgen. Doch auch Rentner müssen hierzulande mit erheblichen Abzügen für Steuern und Sozialabgaben rechnen, was aber meiner Wahrnehmung nach von Seiten der Politik wirklich unter den Tisch gekehrt wird. Man kommuniziert es nicht öffentlich. Denn im Leben ist nichts umsonst, auch nicht die Rente. Denn auch im Ruhestand müssen weiter Beiträge zur Kranken- und Pflegeversicherung gezahlt werden und das nicht zu knapp. Denn mittlerweile fallen weit mehr als 10% für die Kranken- und Pflegeversicherung an. Und on top kommen dann nochmal die Steuern und ebenfalls keinesfalls meiner Meinung nach zu unterschätzen sind. Denn wir leben von der Nettorente und nicht von der Bruttorente. Denn gerade in den letzten Jahren ist zu beobachten gewesen, dass immer mehr Frauen und Männer, ja, auch als Ruheständler beim Finanzamt in die Pflicht kommen und entsprechend Steuern zahlen müssen. Doch damit auch nicht genug. Auch die Inflation. Ja, gerade die Inflation haben viele in puncto Altersrente überhaupt nicht auf dem Schirm. Das stelle ich zumindest immer wieder in meinen täglichen Investment-Coaching-Gesprächen fest. Zwar steht in der Renteninformation ein wichtiger Hinweis, und zwar, dass man bei der zu erwartenden Rente den sogenannten Kaufkraftverlust beachten sollte, aber mal ganz ehrlich, wer kann sich denn bitte schön 10 oder sogar 20 Jahre zahlenmäßig auch nur theoretisch vorstellen, wie seine Rente dann im Alter tatsächlich durch die Inflation an Wert verliert? Die allerwenigsten. Zudem beeinflussen auch weitere Faktoren wie Jobwechsel, Krankheit oder Arbeitslosigkeit eben auch die Höhe der Rente. Alles in allem werden die meisten Menschen mit den Zahlungen aus der gesetzlichen Rentenversicherung in Zukunft definitiv nicht mehr über die Runden kommen. Und da hilft nur eines, nämlich den Tatsachen ins Auge zu sehen und vor allem ausreichend und intelligent für das Alter vorzusorgen, im Kleinen wie im Großen, je nach Anspruchsbegehren. Wie das auch in einem fortgeschrittenen Alter funktionieren kann, um während der Rente nicht am Existenzminimum leben zu müssen,
kann aber nur von Einzelfall zu Einzelfall eben, wie gesagt, sehr individuell auch ausgearbeitet werden. Und wer hierzu jetzt gerade zuschaut und sagt, ich muss was tun, einmal unsere jahrzehntelange Expertise von meinem Team und mir im Rahmen der eigenen Ruhestandsplanung heranziehen möchte, der hat dazu die Gelegenheit über unser kostenfreies Strategiegespräch, zu dem Sie sich hier unter dem eingeblendeten Link Ihren Wunschtermin mal ganz direkt und entspannt auswählen können, die Gelegenheit dazu. Und in diesem Gespräch werden wir dann einmal ganz konkret und detailliert auch Ihre persönliche finanzielle Situation gerne uns näher anschauen, um dann das Thema Rente nicht länger als echtes Sorgenthema so einfach vor sich hinzutragen, sondern ja, nach Lösungen zu schauen, die intelligent und ja, vielversprechend sind. Und in diesem Zusammenhang habe ich übrigens auch vor kurzem in einem Video die Pläne unserer Politiker bezüglich der Anpassung des Renteneintrittsalters auch mal offengelegt. Ich habe Ihnen das Video hier links auch nochmal entsprechend eingeblendet. Also schauen Sie auch da einfach mal drauf und lassen Sie inspirieren. Der Blick nach vorne ist weiter angesagt. Alles Gute, Ihr Klaus.